Hey, hau Kartoffeln! Ja. Damit sind wir live mit Elden Ring. Ich hoffe, soweit passt alles. Hallihallöchen, Kartoffelqueen. Und natürlich absolut unlustig. Und Becky sind schon mal am Start. Und ja, heute haben wir einiges vor. Ich hoffe, soweit passt alles. Schreibt mir gerne, falls der Sound noch angepasst werden muss. Ansonsten gibt es heute richtig was Feines für alle Elden Ring-Kenner. Und zwar werden wir uns einer besonderen Challenge stellen. Wir versuchen Elden Ring nackig auf jeden Fall mal und dann möglicherweise noch etwas kniffliger zu gestalten. Und möglichst weit zu kommen. Also ein paar Bosse werden auf jeden Fall dran glauben, wenn alles klappt. Das ist der Plan für heute. Aber zuvor gibt es noch was Spannendes zu besprechen. Und zwar gibt es neben dem gerade laufenden Gewinnspiel hier auf Twitch bei dem PlayStation-Kanal auch noch eine Extension, die jetzt hier funktioniert, die ihr auf eurem Bildschirm sehen solltet, als kleines Icon, PlayStation.de Quizzes heißt das Ganze. Und ich kann euch das Ganze einfach mal zeigen, wie das bei mir aussieht. Hoffentlich funktioniert das auch. Ich bin ja normalerweise niemand, der den Monitor auch abfilmt. So, da sieht man kurz mein OBS. Okay, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nicht so ganz, oder? Gewinne, gewinne, gewinne. Hä? Moment. Wieso hat er jetzt den Tab immer dauernd aufgemacht? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe doch einfach den Monitor abgefilmt. Ich hoffe, dass. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Ansonsten kann mir Becky bestimmt auch gleich aushelfen, wie ich das am besten einstelle. Dann zeige ich euch nämlich, wie ihr das selbst sehen könnt. Ach, Moment. Wenn ich jetzt den Stream abfilme, ja, dann sieht man doch dauernd den Stream wieder. Okay, das funktioniert so gar nicht, oder? Da war gerade wieder Inception, ja. So. Stimmt, wenn ich den Stream zeige, dann funktioniert das nicht. Also kann ich euch einfach mal eine andere Seite zeigen und hoffe, dass das funktioniert. Oder? So. Gucken wir mal. Das sieht besser aus. Ja. Okay, jetzt sehe ich natürlich den Stream nicht, aber ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass es funktioniert. Und zwar gibt es jetzt diese neue Extension. Die seht ihr, wie gesagt, als Icon in dem Bildschirm selbst im Stream. Die müsst ihr einfach nur aktivieren, indem ihr da auf Zulassen drückt. Beziehungsweise drückt ihr da auf. Jetzt muss ich selber nochmal nachgucken. Nicht, dass es gleich wieder ex. die Inception gibt, aber darum kümmern wir uns gleich. Sobald ihr das zugelassen habt, könnt ihr im PlayStation Stream durch die Extension Punkte sammeln. Und wenn ihr dann auf diese Seite geht, die ich euch gleich verlinken werde, könnt ihr euch hier anmelden und sehen, was ihr so mit den Punkten anstellen könnt. Und zwar habt ihr hier Show-Tokens und Fan-Tokens jeweils, die ihr nutzen könnt, um damit coole Prämien abzustauben. Ihr seht schon, ich habe hier schon einiges angesammelt, einfach nur dadurch, dass ich den Stream habe laufen lassen und fürs Chatten. Fürs Zusehen bekommt man Punkte, fürs Chatten, für Teilnahme an Raids, an Umfragen, an Quizzes. Also ihr seht schon, da kommt eine Menge zusammen. Und dann gibt es hier so coole Sachen wie was von Last of Us, Pins, Tüten, Shirts gibt es auch, also von richtig vielen coolen Spielen. Könnt ihr euch dann hier mal die komplette Liste angucken.
Und ja, das probieren wir am besten gleich mal aus, wenn es denn funktioniert. Ich gehe mal wieder rüber ins Spiel. So, wir gucken mal. Ja, hat das soweit alles funktioniert? Technisch? Ich habe das ja gerade nicht selber überprüfen können. Aber es scheint funktioniert zu haben. Ja? Super, super, super. Okay, dann gibt es von mir hier mal den Link, nämlich twitch.playstation.com. Okay, das muss ich nochmal neu starten, wie es aussieht. Das Show-Dashboard. Aber schön schon mal, dass alle das gesehen haben. Das hier ist die Internetseite. Nach der Extension-Freischaltung könnt ihr hier, wie gesagt, nachgucken, wie viele Tokens ihr gerade schon gesammelt habt. Und durchs Chatten, Zusehen, Polls und so weiter könnt ihr die eben sammeln. Genau, Becky postet es auch gerade nochmal. Wunderbar. So, da muss ich nur eben nochmal das Show-Dashboard neu starten. Wir gucken mal, ob es hier klappt. Und posten jetzt einfach mal eine kleine Umfrage hier. Ist das denn live? Oh, es sieht so aus, als würde es funktionieren. Wow, diese Technik heutzutage. Genau. Und hier könnt ihr einfach mal abstimmen, wie ihr euch gerade fühlt. Und ausgezeichnet oder so lala. Und egal für was ihr stimmt, ihr bekommt allein dadurch, dass ihr eben interagiert mit dem Stream, ein paar Punkte, die ihr dann wie gesagt eintauschen könnt gegen coole Prämien. Wir leben in 3022. Das funktioniert. Ja, ich bin so froh. Super, 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 super. Klasse Sache. Ja, diese Extension ist jetzt quasi erst gerade an den Start gegangen und bietet euch neben dem eh schon laufenden Gewinnspiel zu God of War hier eine Möglichkeit, eben ein paar coole Sachen abzustauben. Wer fühlt sich am Montag ausgezeichnet? Komische Leute hier. Aber es ist so schön. Ausgezeichnet klingt so positiv. Dann ist der Tag, dann kann er nur noch besser werden. Und die ganze Woche. Schön, schön, schön. Genau. Und wenn die jetzt, also ich lasse sie noch ein bisschen laufen, aber wenn die Umfrage beendet werden soll, kann ich einfach die sozusagen beenden und dann die nächste starten. Ja, Wahnsinn, diese Technik heutzutage. Perfekt. Prophet übrigens auch ein Hallöchen an dich und an Sepp und Dexter und alle weiteren, die hier dem Stream gerade beiwohnen. Super Sache. Ich werde hier mal ein wenig heller machen, damit es ein wenig positiver auch hier in Elden Ring ausschaut. Es ist zwar natürlich eine düstere Stimmung normalerweise gegeben hier im Spiel, absichtlich auch, aber wir können es uns ja trotzdem ein bisschen positiver gestalten. Aber heute wird es nicht so einfach, sage ich euch. Denn was wir auf jeden Fall machen werden, ist unseren kleinen Jin Sakai, den ich hier so genannt habe, unseren Samurai, erstmal auszuziehen. Denn was wir auf jeden Fall machen werden, ist das Spiel nackig zu spielen. Ja. Und natürlich nicht ganz. Immerhin hat er noch einen kleinen Lendenschurz. Die Frage ist natürlich, ist nur der Charakter im Spiel nackt oder auch der Charakter, der spielt? Tja, das werdet ihr wohl nie erfahren, zum Glück. ausziehen, ausziehen. Ja, Jenny, ich weiß, du hast auf jeden Fall dafür gestimmt, dass wir heute nackig durchs Spiel wandern werden. Wann mache ich mal wieder einen Reddit-Stream? Ja, vielleicht demnächst mal wieder, wenn was zu Halloween kommt. Hallo, muss ich über die PlayStation streamen oder geht das auch als App? Das geht wo auch immer du möchtest. Also die Extension sieht man auf dem Handy schwer, je nachdem welches Handy du hast. Da hat der manchmal Probleme mit den Extensions. Am besten im Browser, auf PC oder Laptop, dann siehst du die Extension auf jeden Fall. Da musst du, wie gesagt, nur auf Zulassen drücken und dann sollte das schon aktiv sein. Und dann, wie gesagt, dem Link folgen, twitch.playstation.com und da kannst du dich dann anmelden und deinen Fortschritt begutachten. Genau. Was ich euch nochmal zeigen kann hier eben, ist,
wie die Abstimmung verlaufen ist. Wie bin ich denn überhaupt darauf gekommen, dass wir hier heute nackig durch Elden Ring wandern? Tja, das liegt ganz allein daran, dass ich eine Abstimmung habe laufen lassen. Also wir haben auf den Social Media Kanälen von PlayStation mehrere Ideen gesammelt, die ich dann auf meinem YouTube-Kanal zur Abstimmung gestellt habe. Und zwar hier haben wir gefragt, was so euch am meisten ansprechen würde. Ich aktualisiere das Ganze mal. Zur Auswahl habe ich gestellt, das Spiel auf Level 1 zu spielen, also ohne aufzuleveln, nackig zu bleiben, nur den Bogen zu benutzen oder nur die Fäuste. So, und ihr gewonnen hat hier, wie ihr sehen könnt, mit 34% nackig zu bleiben. Dicht gefolgt vom Bogen. Und nackig werden wir, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall durchs Spiel wandern. Die Frage ist, wollen wir die Challenge mit dem Bogen auch noch aufnehmen? Das wird natürlich dann doppelt knifflig, aber eigentlich wäre das eine witzige Idee. Ich werde das einfach euch mal abstimmen lassen. Am besten. Und dadurch machen wir die andere Umfrage mal eben raus. Zack, da können wir nochmal das Resultat sehen. 12 Leute haben abgestimmt für ausgezeichnet und 2 nur so lala. Hoffentlich kann ich euch den Tag noch besser gestalten. So, und jetzt lasse ich euch mal abstimmen, wie schwer es heute werden soll. Ob wir das Katana benutzen oder den Bogen. Aber nackig bleiben wir auf jeden Fall, wie gesagt. Ja, das wird auf jeden Fall witzig. Guckt ihn euch an. Aber wenn ich damit halt abrasiere, bin ich umso cooler. Also mit dem Katana haben wir die Möglichkeit, oder ich habe mir schon mal einen Bogen hier rausgesucht. Der Samurai hatte zum Glück auch direkt einen, aber vielleicht benutzen wir auch den hier, den Schlangenbogen, je nachdem, wie gut wir zurechtkommen. Ja, mit dem Bogen, das wird nochmal eine extra Challenge, denn die habe ich echt, also den Bogen habe ich echt nicht oft verwendet. So, den lassen wir hier gar nicht erst tröten, sein Horn. Also der Vorteil beim Bogen ist natürlich, dass man hier schön in Anführungszeichen easy aus der Distanz spielen kann. Man muss aber dann immer abwarten, bis die Leute hier ihr Schild runternehmen. Tja, also ihr könnt abstimmen, was ihr haben wollt. Eine Stunde so, können wir auch machen. Es ist auf jeden Fall dicht an dicht hier gerade. Katana 40%, Bogen 60%. Ich werde auf jeden Fall mal Arkanenergie aufleveln müssen, damit wir hier den Schlangenbogen benutzen können. Denn der ist, glaube ich, ganz schön praktisch für das, was wir vorhaben. Den habe ich mir schon mal besorgt. Ich war so frei. In Vorbereitung. Das finde ich auch gut. Okay, wir können, ja, wir können eine Stunde so machen. Kein Problem. Oh, da fällt mir... Stimmt. Dadurch, dass wir nackig spielen, wird das Blut richtig schön an unserer Haut kleben bleiben. Das macht's extra spannend. Es sieht einfach. Ich kann nicht glauben, dass ich gerade mit dem Lendenschurz-Katana-Boy hier spiele. Aber hey, Elden Ring ist so schwer, wie man das sich machen möchte. Und wir machen es uns auf jeden Fall heute etwas kniffliger. Ein ganz normal Elden Ring spielen kann ja jeder. Oh, okay, der ist schon ein bisschen kniffliger. Schön. Jawohl. Oh. Da wollte ich euch gerade präsentieren, wie schön die Blutflecken jetzt aussehen. Das ist doch mal ein Mann, oder? Alter, das ist auch wirklich so typisch, wenn man irgendwas zeigen will wieder, kommt der nächste Hayope um die Ecke und will einen umbringen.
Ja. Das hier, an den Anblick müsst ihr euch gewöhnen, das hier wird der Charakter, den wir die nächsten 2 Stunden zu sehen bekommen. Eine Pracht von Mann, muss ich schon sagen. Und das war so klar. Man hat hier aber auch keine Ruhe, mal was zu zeigen in Elden Ring. So ist das. Jetzt habe ich auch Bock, nebenbei Elden Ring zu spielen und komplett zerstört zu werden. Ich weiß noch, wie dieses Lager am Anfang mir alle Nerven geraubt hat. Oh ja, dieses Lager kennt, glaube ich, jeder, der Elden Ring gespielt hat. Um es noch schwieriger zu machen, musst du online aktivieren, damit Gegenspieler kommen. Oh, ich glaube, damit Gegenspieler kommen, muss normalerweise auch ein Koop-Partner dabei sein. Ich könnte jetzt was benutzen, das habe ich aber nicht, so ein Item. Damit lockt man wirklich auch noch Online-Gegenspieler an. Die werden sich dann denken, oh Gott, was ist mit dem los? Oder sie werden vielleicht, oh, vielleicht werden sie auch erzittern vor Ehrfurcht, wenn sie sich denken, oh mein Gott, der spielt ohne Rüstung, der muss ja gut sein. Und dann schlagen sie mich einmal und besiegen mich und denken sich dann, oh, doch nicht. Das wäre auf jeden Fall lustig, das stimmt. Aber ich habe dieses Item leider nicht, womit man das macht. Das ist diese Zunge. Die bekommt man, glaube ich, von der Tafelrundfeste. Da muss ich auch wiederum einen Gegner besiegen für. Und ich weiß nicht, ob ich den ehrlich gesagt schaffe. Der ist nämlich ganz schön heftig. So, wie sieht es mit der Abstimmung aus? 45 gegen 54%. Eieiei, viel knapper kann es ja kaum sein. Ich merke schon, es ist ausgeglichen und damit würde ich sagen, werden wir das wirklich so machen, dass wir eine Stunde so spielen, eine Stunde so. Was ich dann auf jeden Fall brauche, ist für den Bogen noch ein, zwei Sachen, aber die können wir uns ja dann mit dem Katana holen. Ja. Also ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Bogen. Bei. Nee, komm, wir starten mit dem Katana. Und. Tja, wollen wir denn. Wollen wir die Bosse mit dem Katana oder mit dem Bogen machen? Ich kann mich ja durch Schloss einmal schlagen. Aber die Bosse werden, glaube ich, mit dem Bogen schon spannender. Haben alle abgestimmt, Leute? Nochmal hier die Volkszählung. Ja, es ist wirklich, wirklich sehr knapp. Es ist ungefähr Gleichstand. Wasch dich mal. Nein, das gehört so. Das gehört zum Spielerlebnis in Elden Ring. Vor allem, wenn man nackig spielt, dann muss man so aussehen. Stell dir einfach mal vor, du würdest durch diese Welt nackig reisen und dich kämpfen. Und natürlich würdest du so aussehen. Aber durch jede Rolle hier bist du voller Dreck. Eieiei. Tja. Aber stell dir die Ehrfurcht, wie gesagt, von den Gegnern vor, wenn so einer auf dich zukommt. Jeder denkt sich, der hat nichts mehr zu verlieren. Wir sollten abhauen. Das ist Kriegsbemalung, genau. So, was wir uns dann auf jeden Fall mal holen werden, ist das ein oder andere Item für den Bogen. Aber mit dem Katana komme ich, glaube ich, schon ganz gut durch. Oh. Ach ja, genau. Der Typ. Den habe ich ganz vergessen. Oh oh. Ja, so mittendurch ist manchmal nicht die beste Option. Ah, das werden wir schon schaukeln. Das muss so. Voller Dreck und blauer Flecken. Genauso ist es. Nix hier. Wir können es einmal so machen, dass wir den ersten Boss noch mit dem Katana versuchen und den zweiten dann mit dem Bogen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Alternative. Ja, der erste Boss ist auch direkt vor der Tür. Oh, ach, die paar Wölfe. Der erste Boss ist nämlich Margit, den wir uns stellen müssen. Das Schild brauche ich eigentlich gar nicht, das kann ich auch mal ablegen. Tja, davor sollten wir auf jeden Fall noch die Runen in Sicherheit bringen. Also schön leveln. Und da mal gucken, was wir so anstellen. Ob wir überhaupt jetzt schon eine Chance haben oder ob ich jetzt noch ein bisschen. Oh, stimmt ja, da war eine Balliste.
Ich sage ja, mittendurch ist nicht immer die beste Option. In den seltensten Fällen eigentlich sogar. So, komm mal her. So, Ruhe. Schön. Tja, mit der Rüstung, die wir hier aufsammeln, können wir leider nicht wirklich was machen. Ja, richtig. Die Umfrage beenden wir jetzt mal eben. Perfekt. Ja, sehr knapp, wie gesagt. Katana gegen Bogen. Deswegen werden wir einfach beides spielen. Ja, und der erste Boss ist hier direkt schon. Ich glaube, ich level erstmal noch, weil ich glaube nicht, dass ich den beim ersten Mal schaffen werde. Wir haben einen relativ neuen Charakter. Packen uns nochmal ein paar Fläschchen hier dazu. Perfekt. So, jetzt leveln wir noch. Er ist gerade mal der Charakter Stufe 33, also ein super frischer Charakter eigentlich. Das ist hier fast schon ein bisschen früh, gegen die ganzen Bosse einzutreten, aber wir packen das schon. So, Arkan mussten. Ach, ich kann nur einmal leveln. Ach, ey. Okay. Naja, dann haben wir ja nicht allzu viel zu verlieren. So, nackig gegen den ersten Boss, natürlich ohne Hilfe. Erstmal. Wir gucken mal, ob wir klarkommen. Ach, das wird ein Spaß. Freunde, das wird ein Spaß. Okay, los geht's. Allein die Cutscene ist schon geil. Widerlicher Befleckter. Ja, so würde ich mich auch nennen. Widerlicher Befleckter. Geil. Es passt in dem Fall noch besser als sonst, weil wir auch rein optisch ein widerlicher Befleckter sind. Eieiei. Okay, dadurch, dass wir halt keine Rüstung haben, bekommen wir recht gut auf die Mütze. Gucken wir mal, wie es wird. So. Der ist so fies mit seinen angedeuteten Attacken, die er dann ewig hält. Mit Zeit für ein bisschen Skill. Ah, ich habe die zweite Attacke vergessen. Ist nicht zu gierig. Oh, ich sag's doch. Okay, alles noch in Ordnung. In Ordnung. Ob ich den wohl beim ersten Mal schaffe, es sieht. Nicht danach aus. Oh, zweite Phase. Ah, schade. Eieiei, da haut er die Kombos raus. Okay. Und ausgewichen und ein auf die Mütze. Schade. Uff. Schön. Der weicht aber auch wirklich schnell aus. Okay. Oh, natürlich erwischt er mich da wieder. So. Oh-oh. Ich glaube. Ah, ja, wobei, mal gucken. Es wird schon knapp. Ausgewichen. Okay, ich darf echt nicht so gierig werden. Okay, schön. Uff. Ah, ich steck fest. Okay, wir haben nichts mehr zu heilen. Und das war's. Aber hey, ganz schön weit gekommen. Fürs erste Mal. Fürs erste Mal war das nicht schlecht. Ich glaube, bei dem Mal schaffe ich ihn schon. Zwei Versuche für einen Boss ist in Ordnung. Mal gucken. Ich will jetzt nicht den Abend vor dem Tag loben.
Aber das sah gar nicht mal so verkehrt aus. So, die Seelen holen wir uns gleich wieder. Wenn wir ins Timing reinkommen hier bei dem Boss. Fiese Nummer. Oh. Oh, das war so klar. Es ist wirklich jedes Mal. Also wenn der erste Versuch gut läuft, stirbt man beim zweiten direkt. Natürlich. Er musste mir nochmal zeigen, wo der Hammer hängt. Eieieiei. Aber hey, wir wollten ja auch eine Challenge. Da beißen wir uns jetzt durch. Oh, das sieht besser aus, jawohl. Und ran da, mein Freund. Oh, jetzt schon die zweite Phase. Eieiei. Nice. Wir haben die Blutung einmal hier angewendet. Oh. Combo, Combo, Combo. Okay. Wenn wir wieder rankommen. Uff, das war ein mächtiger Schlag. So schön. Gut. Okay, da kommt noch einer dazu. Das ist so typisch. Aber es sieht gut aus. Er will es uns auf jeden Fall nicht allzu einfach machen. Okay. Boah, das war skillig. Schön drüber gesprungen bei seiner Attacke. Nice. So, erster Boss erledigt. Nackig. GG's. Schön. Wir machen unserem Namen alle Ehre. Der widerliche Befleckte ist am Start. Der erste Boss, der dran glauben musste. Danke, danke, danke. Für die ganzen GG's im Chat. Tja, geil. Okay. Das lief schon mal ganz gut, aber das war ja noch der leichtere Teil mit dem Katana. Ja, das mit dem Bogen wird spannend. So, dafür müssen wir uns erstmal durch Schloss Sturmschleier kämpfen. Wollen wir vorne reingehen? Nee, ich glaube nicht. Wobei vorne lang, da kommen wir halt schneller zum Boss. Ja, doch, wir nehmen das Haupttor. Wir laufen einfach. Schnurstracks durch. Leichter gesagt als getan, aber wir probieren es mal. So, aber erstmal investieren wir ein paar Levelchen. Eins, um genau zu sein. Okay. Ich nehme schon mal einen Punkt in Arcane-Energie, damit wir dann den Schlangenbogen nutzen können. Hä? Wollte er nicht das Tor aufmachen?
Ah. Ja. So, einmal bitte aufmachen. Danke dir. Jetzt durch Schloss Sturmschleier. Ach ja. Warum liegen hier wohl so viele Leichen? Wegen der Balliste. Nicht nur wegen einer. Das wird spaßig. Ich bin hier schon mal durchgekommen, allerdings ist das wirklich schwer. Schön, dass unsere Seelen hier vorne liegen. So. Jetzt gehe ich hier durchrennen. Na, so viel dazu. Ja, okay. Ja, okay, das ist halt. ich weiß, das Haupttor ist keine so gute Idee. Ah, ich dachte, ich nehme jetzt mal eine Abkürzung. Es geht auf jeden Fall, aber es ist. Das ist fast schon Challenge an sich. So, werde ich hier getroffen? Nö. Nee. Doch, werde ich. Geil. Ich liebe dich, Elden Ring. Okay. Wir nehmen den längeren Weg. Ihr habt mich überzeugt. Also dann, durch Schloss Sturmschleier. Okay, genau. Wer waren diese ekligen Vögel? Hassgegner. Absolute Hassgegner. Oh ja, da sind sie schon. So. Schön am Wall entlang schleichen wir uns. Naja. Wir wurden wohl entdeckt. Ein nackter Mann läuft durch die Zinnen. Haltet ihn auf. Oh. Ja, das ist typisch. Dafür haben wir den Speicherpunkt gerade aktiviert. Genau dafür. So. Nice. Wir bekommen halt echt viel Schaden dadurch, dass wir keine Rüstung haben. Da muss ich wohl aufpassen. Oh Gott. Mir fällt gerade ein, was wir gleich bekämpfen müssen. Das wird spannend. Ha. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon pack. Ah, wir gucken mal. Das wird schon. Ja, das lassen wir ja mal explodieren. Die Hakenkrallen. Hey, beim nächsten Mal geht's hier vielleicht mit der Faust durch. Aber momentan ist es, glaube ich, schwer genug mit dem Katana oder mit dem Bogen. So. Den Pyromanten hier eben mal ausgeschaltet. Schön. Immer schön die Fassbomben abwarten. Es reicht ja nicht, alles voll mit Gegnern zu stopfen. Nein, nein, nein. Es müssen ja auch noch fiese Fassbomben auf einen lauern. So, da müssen wir jetzt gleich rein. Durch diese verschlossene Tür. Und da wird ein Gegner auf uns warten. Der ist ganz schön fies. Haupttor bis zur Gnade durchrollen. Ist, denke ich, einfacher. Wieder Raum gleich. Ach, wir werden mal gucken. Wir werden mal gucken.
Katasche, das wird schon. Hi, Mana. So. Der nackte Mann klopft an. Wer wartet denn hier auf uns? Ja, der Boy. So, wir gucken mal. Jawohl. Ich glaube, ich komme aber hier gar nicht raus ohne. Doch, ich habe den rostigen Schlüssel. Perfekt. Damit könnte ich doch jetzt hier schon abhauen, oder nicht? Nein, kann ich nicht. Gut. Super. Oh. Schade, falsches Timing. Und auch da wieder. Der Typ von gerade eben hat uns nämlich einfach eine Falle gestellt. Der war nämlich gar nicht so nett. Der wollte nämlich nur, dass wir nicht durchs Haupttor gehen, damit er uns hier eine Falle stellen kann. Mit dem Gegner hier, um uns dann zu looten. Tja, aber nicht mit mir. Der nackte Mann übersteht. Schön, dann hätten wir das schon mal. Und mit dem rostigen Schlüssel können wir uns jetzt hier weiterbegeben. Schön, das hat doch besser funktioniert, als ich dachte, ganz ehrlich. Ich dachte, der wird uns jetzt größere Probleme bereiten. Aber der Sprungschlag ist schon wirklich sehr stark. Vor allem unterbricht er halt viele Gegner. Oh, den habe ich ganz vergessen. Hast du gerade einen Stein auf mich geworfen? Ich bin doch schon nackt. Wie gemein. Okay. Weiter geht's. Ich hatte das auch schwieriger im Kopf, ganz ehrlich. Ah, vielleicht bin ich einfach zu skillig. Da kommt noch einer. So. Na, wartest du da oben? Ah, oh, der hat eine Reichweite. So, Sprungschlag ist immer so schön, der unterbricht die Gegner. Aber ja, wenn ich mich zwei, dreimal von deren Attacken treffen lasse, bin ich halt K.O. So, hier ist gleich ein Gnadenpunkt. Schön. Ja, wir sind schon halb durchs Schloss. Hol doch das Mondkatana oder Meteor. Wir wollen uns hier einer Challenge stellen. Es soll nicht zu einfach werden. Es darf ruhig ein bisschen kniffliger sein. Deswegen, wir machen mal weiter mit dem normalen Katana. Oh Gott, das war knapp. Ich weiß gar nicht mehr, was hier oben war. Aber wir gucken mal. So, sicher gehen. Wer? Irgendwer schießt hier auf mich. Ach ja, das kann man hier übrigens ausnutzen, diese Deckung, um sich da an dem vorbeizuschleichen. Denn wenn man bemerkt wird von dem, dann alarmiert er hier alle anderen Gegner. Das sind nämlich nur ein paar, die hier so, ja, ein bisschen chillen einfach, würde ich sagen. Die wollen wir nicht auf einmal auf uns ziehen. So. Ah, guck mal, zwei auf einmal. Das macht Doppelspaß. Schön. Wir müssen auch eben eh ein bisschen farmen, um uns stärker zu machen. Knifflig? Dann spiel als Pazifist. Wie soll das bei den Bossen gehen? Das ja, ist so knifflig, dass es unmöglich wird, oder? Ah ja, okay, da kommt man auf die gleiche Ebene raus. Hier kann man noch ein bisschen Sprungspaß haben. Ist hier irgendwas, was wir brauchen? Ich glaube nicht. Zumindest nicht, wenn wir so weiterspielen wollen wie bisher. Aber wir können, glaube ich, hier runter. Überleg gerade. Da sind natürlich schon ein paar Items, aber ich glaube nichts, was wir, wie gesagt, dringend brauchen.
Deswegen gehen wir einfach mal hier den Weg lang. Das ist sowieso, wo wir aus der Gnade rausgekommen wären. Oh, eine Pracht von einem Mann. Okay. Das wird hier knifflig. Stimmt, Heiligenschaden habe ich gerade noch auf der Waffe. Das ist schon ziemlich stark auf dem Katana. Da habe ich mir einfach so eine Kriegsasche genommen, die das Katana, also die dem noch eine zusätzliche Fähigkeit verleiht und gleichzeitig halt nicht nur physischen, sondern auch heiligen Schaden macht. Das ist schon ziemlich gut. So, wir gehen mal vorbei an den ganzen Vögeln mit ihren Explosivbomben, die ja echt fies sind hier. Ah, ich glaube, ich gehe runter. Okay, soweit so gut. Autsch. Wirklich meine Hassgegner, diese Vögel. Haben es verstanden. Okay. Puh. Das wird auch witzig. Naja, den habe ich natürlich jetzt auch getriggert. Naja, wird schon. So, ich muss mich nur einigermaßen gut anstellen. Und das war ja wieder klar. So, ein bisschen vorsichtig. Oh, abgeblockt. Nicht gut. Schön. Ja, gute Stulpen kann ich leider nicht anziehen. Ich muss nackig bleiben. Wir machen uns hier mal eine Laterne dran an unseren Lendenschurz. Das sieht lustig aus. Okay. Oh, wo war denn hier die nächste Abkürzung? Ich glaube hier unten. Oh, Axtmann. Tschüss, Axtmann. Ich bin halt nicht mehr so hundertprozentig firm, wo hier nochmal die ganzen Sachen waren, die wir jetzt gebrauchen könnten. Deswegen überspringe ich wahrscheinlich ein paar Sachen. Eieieiei. Der Troll. Oh, genau. Will ich den machen? Nee. Wir holen uns mal das hier, weil das gut witzig ist. Das will ich euch zeigen. Oh! Wir wurden entdeckt. Alarm, Alarm! Hier ist doch irgendwo der Aufzug. Wo ist der Aufzug? Wo ist der Aufzug? Kurz nachdenken. Ich glaube, ich weiß. Hier ist gleich eine Abkürzung, die wir brauchen zur Gnade. Den hier machen wir gleich auch noch, keine Sorge. Ich glaube, ich stelle mich hier so ziemlich jedem Gegner. Nackt. Voller Kraft. Wie kannst du den killen? Ich bin einfach vor dem weglaufen. Oh, ja. Der hat Bock. Oh. Okay. Okay. Oh. Oh. Ups. Das waren viele auf einmal. Okay. Okay. Wo war hier der Aufzug? Ist hier der Aufzug, ich glaube. Nee. Ah, lasst mich lügen. Wo war dieser Aufzug nochmal? Hier ist auf jeden Fall ordentliches Getümmel. Ups, ja. Geil. Ups. Alter, ich muss kurz nachdenken. Geile Kriegsbemalung. Was ist euer Hassboss? Oh, ich glaube, Melania oder der Feuerriese ist auch manchmal ganz schön fies, je nachdem, welches Bild man benutzt. Oh nein, das war nicht gut. Oh. Jetzt kommen die von da, die Typen von da. Aber wo war denn nochmal dieser Aufzug?
kann mich daran erinnern, sobald man ihn benutzt, ist man mehr oder weniger vor diesen ganzen Leuten. Pfeile. Alter, wie gemein. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Die Götterskalper, ja, die sind auch ganz schön fies. Vor allem das Duo. Du hast ein bisschen Körper im Blut. Der ist gut. Ja. Oh, Junge, Junge. Das wird jetzt nicht so einfach. Jetzt mal im Ernst, wo ist denn nochmal dieser Aufzug? Ich weiß, dass sobald man den benutzt, sieht man diese ganze Brigade da vorne. Oder nicht? Ich lasse mich auch von jedem treffen hier. Ist der? Ah, ich glaube. Oh oh. Ich glaube, der Aufzug war hier irgendwo. Nee. Huch. Hehe. Oh oh. Da würden wir uns da wohl nicht mehr herauslassen. An dem fetten Vordertreppe links vorbei im Raum. Eieiei, links vorbei. Also, du willst mir sagen, ich muss jetzt hier einmal gegenüber. Da. Bin ich hier richtig, was ich da sehe? Wir versuchen es. Oh nein. Oh du, wo kam der denn her? Hä, warum? War der da immer? Ich glaube, ich muss da raus, ne? Das ist der Ausgang. Oh. Ja, das war er bestimmt. Fies. Tja, hilft nichts, müssen wir noch mal durch. Oh, da bin ich gerade noch so ausgewichen. Lasst mich doch in Frieden. Eine kleine Abkürzung hier. Okay. Genau, hier ist ein Magier. Theoretisch könnten wir da was kaufen. Ich weiß aber nicht, wie dringend wir das brauchen. Eigentlich gar nicht. Ach ja, die beiden jetzt hier. Ich glaube, ich mache die lieber. Ach komm, ich bin doch ausgewichen. Ganz ehrlich. So. Du Fiesling! Huh, ist knapp. Okay. Also, nochmal zurück, wo wir gerade waren. Und ich glaube, dort ist der Aufzug. Dort muss er sein. Ich bin halt wirklich so kurz vom Ziel wieder mal gescheitert. Aber so ist das. Sonst wäre es auch zu einfach. Wie kann man dem PlayStation Deutschland Team beitreten? Meinst du dem Streaming Team oder meinst du, dass du für PlayStation Deutschland sozusagen arbeiten willst? Generell? Oh, also ich arbeite ja nicht bei PlayStation oder für PlayStation. Ich bin nur Teil des Streaming-Teams und dafür konnte man sich bewerben. Kann dir Becky vielleicht mehr sagen? Also bei jedem Arbeitgeber nach Bewerbung und Stellengesuchen Ausschau halten, würde ich jetzt mal vermuten. Was ist das hier eigentlich? Ah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh, der hat noch immer Bock. Ja. Okay, also. Vorbei an dem Viech, geradeaus durch. Aber. Ah, erstmal müssen wir unsere Seelen holen. Schön. Jawohl. Oh ja, da ist der Aufzug. Ich wusste es. Okay.
Schön, und da haben wir die Gnade. Das ist eine super Abkürzung. Die wird uns noch gute Dienste leisten. Genau, Becky sagt hier gerade, bewerben könnt ihr euch immer. Ab welchem Alter? Richtig, auch für Streamteam gibt's noch eine Bewerbungsmöglichkeit sozusagen. Dann kannst du hier auch die coolen Umfragen starten und dafür sorgen, dass Leute Punkte verdienen durch die Extension. Und natürlich witzige Streams machen. Mein Kollege und mir. So, ich glaube, den machen wir jetzt, oder? Ja, den machen wir jetzt. Hier. Okay, falls ich mich mal zurückziehen muss. So. Okay. Unterbrechen wir ihn dann so ein bisschen, ne? Ich weiß, mit dem Charakter hier habe ich tatsächlich den ersten Tutorial-Boss geschafft, direkt. Aber ich habe mehrere Charakter-Slots dafür gebraucht. Oh je. Das war knapp. Ah! Säule! Beyblade Action. Wir können die Säulen hier ganz gut nutzen. Für einen kleinen, aber feinen Vorteil. So, da rastet man wieder aus. Bam. Entgegenrollen. Schöner Treffer. Und direkt einen hinterher. Schön. Immer schön ein bisschen Abstand halten. Und ciao. Nice. Okidoki. Damit ist der schon mal erledigt. Aber mit Erx können wir leider nichts anstellen. Ja, gerne auch noch mal in 2 Jahren versuchen, klar. So, jetzt müssen wir uns da durchschlagen. Irgendwie. Ehrlich gesagt ist hier gar nicht mal so schlecht, den Bogen zu benutzen. Oder? Moment, ich will. Ach, egal. Guck mal, die bemerken mich noch nicht mal. Ha! Oh! Wie fies! Er geht einfach nach links. Das ist meine Schwäche. Autsch. Okay. Vielleicht doch ein bisschen zu viel auf einmal. Ey, das ist ja gemein. Man trifft die Leute nicht, wenn sie gehen. Okay, dann erstmal die stationären Leute. Oh oh. Haha. Den habe ich gut getroffen. Oh. Das verbraucht halt richtig viele Pfeile. Aber hey, es ist eigentlich eher an der Zeit, dass wir zum Bogen wechseln. Eine Stunde ist vorbei, trifft sich eigentlich ganz gut. So, nackig und mit Bogen. Tja, das wird ein Spaß. Vor allem gegen die Bosse. Und vor allem, wenn wir keine Pfeile mehr haben. Was ich dann mache, weiß ich noch nicht. So. Aber hier eignet sich das ganz gut, den Bogen zu nutzen. Wir müssen auch nicht jeden erledigen. Oh. Moin, Leute. War doch irgendwas, oder nicht? Was war hier nochmal? Brandpfeile 12 Stück. Nice. Okay, dann wollen wir noch ein bisschen Ludi. Upsa. Oh, oh nein. Wer hätte ich doch alle vernichten sollen?
Oh, fies. Schild ist cheaten. Jawohl. Bin jetzt beim Feuerriesen im NG plus 8. Eieiei. Ordentlich. Ups. Oh, wie fies. Da wartet der Halunke. Okay. Das läuft doch eigentlich ganz gut, relativ gesehen. Dafür, dass wir nackig mit dem Bogen spielen. Und der Bogen ist, glaube ich, nicht mal aufgelevelt. Ja, ich kann's auch. Deine mächtige Fähigkeit habe ich mir abgeguckt. Nach links gehen. Das ist overpowered. Okay. Puh, schön. Da sind wir doch mal ganz gut durchgekommen. Leider droppen die halt Bolzen für Armbrüste. Ich habe leider nur einen Bogen. Ich bräuchte Pfeile. Aber wir bekommen bestimmt noch ein paar. So, und hier wäre, wenn mich nicht alles täuscht, das Haupttor. Haha. Er kann sich nicht schnell genug umdrehen. Wie gemein. Ja, genau. Hier vorne wäre sozusagen das Haupttor. So. Alles hier schön mitnehmen. Okay, das passt, glaube ich. Gut, jetzt weiter. Ja, das Kryptonit des Bogenschützens ist wirklich nach links gehen. Oh Mann. Naja, war das da Gemälde. Das bringt uns aber in dem Fall nicht viel. Diese Gemälde kann man sozusagen in der Welt dann suchen. Ich glaube, ich muss an dem vorbei. Ach, herrje, macht das wenig Schaden. Ach, herrje, meine. Oh, oh. Und da kommt der andere Typ auch noch. Eieiei. Hier wird es ganz schön eng, Leute. Das macht ja urwenig Schaden. So, was ist hier nochmal? Ah, Ort der Gnade, perfekt. Ja, das war echt ganz schön eng. Nicht nur beim Ausweichen. Der fette Typ da. Oh! Ich habe dich nicht als fett bezeichnet. Das muss irgend anders gewesen sein. So, Trick 17. Komm. Ah, schade. Mist, ich dachte, ich fahre mit der Plattform hoch und er fällt runter, aber das. Hey, apropos. Ich kann ja noch eigentlich voll jetzt easy cheesen, oder nicht? Haha. 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 Okay, ich auf. Der Arme. Tja, das kommt davon, wenn du dich in Gelände begibst, für das du nicht geeignet bist. Du bist einfach zu fett hier. Ach, wie die ganzen Pfeile aus seinem Kopf gucken, ey. Ah, gemein. Ey, das war doch ein Treffer. So, letzter Schuss. Schön. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal wieder ein paar Pfeile kaufen. Ja, das war echt total gemein, ey, der Arme. Eieiei. Tja. Er hätte beim engen Raum schon die Zeichen deuten sollen, dass er sich nicht in sowas begeben soll. So. Ach, das war hier gar keine Abkürzung, oder? No. Hier. Okay. Ui, ui. Selbst so ein kleiner Käfer hält so viel aus. Ich
glaube, den brauche ich, weil der droppt meistens Schmiedesteine. Oder Kriegsasche. Okay. Ah ja, doch. War eine gute Abkürzung. Wir sind nämlich beim Boss. Eieiei. Gegner schießt in Elden Ring? Noch nie was davon gehört. Na, das gehört dazu. Das gehört zu Elden Ring. Das ist der nächste Boss. Der wird nicht so einfach, vor allem wenn wir den mit dem Bogen versuchen wollen. Ach, Herr Jemine. So, erstmal Arcane-Energie. Punkt 1. Gut. Jetzt können wir den Schlangenbogen benutzen. Und der Schlangenbogen hat eine passive Fähigkeit, dass Gift oder allgemein Pfeile Giftschaden verursachen, was super gut ist gegen Bosse. Okay. Das ist noch die Frage. Wollen wir denn einfach so versuchen? Ich glaube, das schaffe ich nicht. Wir brauchen auf jeden Fall wieder ein paar Pfeile. Und wir bräuchten ein Talisman. Dynamitpfeile. Ja, Dynamitpfeile wären jetzt sehr gut. Wer gewinnt? Ein volles Schloss voller bewaffneter Soldaten oder eine nackige Kartoffel mit Pfeil und Bogen? Finde das heraus. Aber ja, das ist halt echt so. So, wir können jetzt diesen Typen, das mache ich glaube ich, mal anlocken, dass der mitkommt. Den Riesen hier. Denn hier gibt es was für uns zu stibitzen, wenn wir den Riesen nutzen, um was kaputt zu schlagen. So, wir müssen nur einigermaßen hier durchkommen, ohne zu sterben. Ach, Herr Jemine, so viel dazu. Das sind ja viel zu viele Gegner. Was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Das schaffe ich doch, ne, Weiber. Kommt der Riese überhaupt noch? Ach je, der verfolgt uns bestimmt nicht mehr, oder? Doch. Hier ist er. Ach komm, ich habe mich gerade geheilt. Wie gemein. Ja, wir könnten den Riesen hier nutzen, um diese Statue da unten kaputt zu machen, aber ach, Herr Jemine, sind hier viele Gegner. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, jetzt müssen wir sowieso nochmal da lang, um die Seelen zu holen. Also, Dickerchen, komm mal mit. Vielleicht. Oh. Okay, das macht jetzt echt nicht so viel Schaden. Haha. Das ist echt keine gute Idee, was ich hier mache. Autsch. Eieiei. Ist auch noch die hier. Und der Riese, kommt der noch? Der hat schon auf. Guck mal, der hat keinen Bock. Na gut, dann lassen wir es. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Aber ein nicer Stampfer. Ah, wie fies. Oh. Ja, so enge Räume sind nicht immer die beste Idee, wenn man so viele Gegner am Arsch kleben hat. So. Wir unsere Seelen? Ja, gut. Perfekt. Puh, okay. Dann würde ich mal jetzt die Chance ergreifen, kurz zur Tafelrunde zurückzureisen. Einmal den Bogen zu verbessern, den wir hier haben. Und zum Zweiten ein paar Pfeile zu kaufen. Genau. Ja, das ist der Plan. Das wollte ich nicht. So, einmal bitte schön verbessern. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Sehr gut. Damit haben wir schon mal einen Bogen, Stufe 4. Das Katana können wir auch noch ein bisschen, nevermind, besser machen. Gut. Allzu viel Runen für Pfeile habe ich nicht mehr, aber ich kann ja ein paar benutzen, der Items.
So, wir wollen Schlangenpfeile und Blutpfeile. Klangperle des Knochenhändlers. Damit können wir uns jetzt diese Bestienknochen kaufen, so viele wir wollen. Damit können wir Pfeile herstellen. Okay, das machen wir mal. So, habe ich hier noch ein paar Runen übrig? Jawohl. Wir sind reich. Ich nehme einfach alle. Von den ganzen kleinen. Mein ehrenwerter König, könnten Sie mich adden? Meinst du bei PlayStation? Ja, da kann ich, da habe ich leider so viel Anfragen, dass ich da niemanden wirklich hinzufügen kann. Ach ja, die sind ganz schön teuer, ehrlich gesagt. So, und das ist auch nur die Hälfte von dem, was wir brauchen. Wir nehmen mal 70 mit. Die andere Hälfte bekommen wir jetzt bei dieser Kirche hier vorne. Der hier. Da reisen wir mal eben hin. Blutrosen brauchen wir dafür nämlich. Mit dem dünnen Bestienknochen und mit den Blutrosen kann ich mir coole Pfeile erstellen. Blutige Pfeile. Die sind ganz schön praktisch. Also, wenn ich den Boss wirklich noch besiegen sollte, Halleluja, das wäre echt eine krasse Leistung. Mit einem Bogen. Godric, the Grafted. Oder auf Deutsch, der Verpflanzte. Der Oberboss hier von Schloss Sturmschleier. Was der sich wohl denken wird, kommt einfach so ein Hiopai daher, nackig mit dem Bogen und macht den platt. Ah, gucken wir mal, ob es klappen wird. So, Blutrosen haben wir hier. Die brauchen wir, wie gesagt, en masse. Gut. Waren da schon alle? Könnte sein, dass wir die ein bisschen farmen müssen, also dass ich hier noch ein, zweimal her muss. Ja, okay. Machen wir so, machen wir so. Ups. Oder ich lasse mich einfach von dem kurz töten. Ja, machen wir so. Komm, ich lasse mich kurz von dem töten. Du darfst mich schon erwischen. Und dann spawne ich hier gleich wieder und hole mir noch ein paar. Wohin verpflanzt er sich denn? Ja, Becky. Verpflanzt heißt er, weil er. Also, erstens mal kann er sich in die Hölle verpflanzen. Aber er heißt verpflanzt, weil er sich so Gliedmaßen von anderen Menschen angepflanzt hat. Ja, ein bisschen morbide. Das ist Elden Ring. Ja. Morbide trifft es wirklich sehr gut hier immer. So, aber gibt es wirklich nur so wenige Blutrosen hier? Dann dauert das noch länger, als ich dachte, mit dem Farmen. Ich habe noch drei. So, ah, hier ist meine. So, der darf mich mal wieder töten. You gotta love Elden Ring. Ja, allerdings. Habe jetzt endlich einen Feuerriesen, Alter, auf NG plus 8, wirklich Respekt. Also ich habe noch nicht mal ein NG plus 1 beendet, aber ich experimentiere auch viel und so weiter. NG plus 8, das ist auf jeden Fall krass. Ja, allerdings eklig. Jetzt habe ich hier einen Ohrwurm von meinem eigenen Theme-Song. Das ist Elden Ring. So. Einmal machen wir das Ganze noch. Also wie den modernen Arbeitgeber in Deutschland. Eieiei. So. Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich viele. Ich guck gleich mal. Wir können ja nämlich. Ja, Objektherstellung. Wo haben wir sie denn? Hier. Ach, guck mal, wir brauchen sogar nur eine für 10 Pfeile. Das ist ja super. Damit wird es um einiges einfacher. Okay, cool. Dann holen wir jetzt noch ein paar mit und verschwinden dann. Dann brauche ich ja doch gar nicht so viele, wie ich dachte. Wollen wir es gleich mal ausprobieren? Wie gut unser Bogen ist gegen den Typen? Nicht schlecht.
Aua. Das sind nur normale Pfeile. Ich weiß nicht, ob die wirklich schon Gift verursachen oder nicht. Eigentlich schon laut Beschreibung, aber ich bin mir nicht sicher. So, einmal noch. Jawohl. Das sieht aber auch so geil aus, wie viele Pfeile da aus dem Kopf stecken. Okay. So, das war das eine, die Pfeile. Und jetzt müssen wir noch einmal hier hin, um uns einen Talisman zu holen, mit dem das Ganze einfacher wird. Der erhöht nämlich 10% vom Schaden, den wir machen. Genau. Mit Pfeilen. Pfeil und Bogen. Also ich glaube wirklich, das wird was mit Godric. Aber mal gucken. Oh, wir müssen da runter. Genau, da ist auch schon dieser, wie nennt man sowas, Belagerungsturm. Da sind ein paar Gegner drauf und ja, das hier ist wirklich das schwierigste und kniffligste Gebiet von Elden Ring, finde ich. Vor allem, wenn man hier früher reingeht, als man sollte. Wie so, ja, richtig verformte Riesenhunde und Raben, die echt schwer sind, also die echt stark sind. Die hauen sowas von rein. Eieieiei. Hier ist ein kleines Scharmützel zwischen Soldaten und diesen Riesenhunden. Da mischen wir uns mal nicht ein. Genau, wir nehmen hier schön das Lagerfeuer mit. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid in der Situation, wo ihr euch so vorbereitet auf diesen Kampf gegen diese Riesenhunde und auf einmal reitet einer nackt vorbei auf seinem Pferd. Ach ja. Das ist schon was Besonderes hier. Wie kamst du eigentlich auf die Idee, nackt zu spielen? Ich habe eine Abstimmung. Oh, die versperren mir den Weg. Ich habe eine Abstimmung gemacht. Also, nächstes Mal haben wir über den Twitter von PlayStation ein paar Ideen gesammelt. Da wurden die Leute aufgerufen, mal so Ideen reinzuschreiben, was wir für einen Challenge Run machen könnten. Und das haben sie. Und die besten Ideen davon. Oh, fuck. Oh. Okay. Die haben mich erwischt. Und die besten Ideen habe ich dann zur Abstimmung gestellt auf meinem YouTube-Kanal. Da haben immerhin, glaube ich, 4000 Leute mitgemacht. Also echt viele. Ja, und auf Platz 1 war nackt zu spielen und auf Platz 2 war mit dem Bogen zu spielen. Und ich dachte mir, hey, wir könnten eigentlich beides verbinden. Nackt und mit dem Bogen. Aber wie gemein ist das hier oben denn? Okay. Ganz vorsichtig. Ah, guck mal. Wir schleichen uns vorbei. Oh, oh. Okay. So, und hier müssen wir zu dieser Truhe. Oh, oh. Alter, wie fies ist das denn hier? Oh je, oh je. Puh, okay. Jetzt unsere Chance. Oh, wow. Okay, die Truhe ist schon mal offen. Wir sind fast so weit. Autsch. Ja, jawohl, wir haben ihn. Oh, der Durchschuss-Talisman. Oh, wie fies. Ah, das sind 14.000 Seelen. Sollen wir hier nochmal hoch, um die zu nehmen? Ich glaube, das schaffe ich. Ja, ich glaube, das funktioniert. Ich kann die nicht einfach hier liegen lassen. Wir brauchen die noch für Pfeile und so weiter. Ich hätte den Streamer noch in den Hot Tub gesteckt. Ey, wer weiß, vielleicht ist der nicht nur der Charakter im Spiel, sondern auch der Charakter, der spielt, nackig, der Streamer. Wir werden es nie herausfinden. Zum Glück. Das ist schon praktisch, wenn man hier nur so ein kleines Bildchen hat, anstatt sich selbst abzufilmen müssen. Was ist mit dem Gewinnspiel? Ach, das läuft gleich wieder, sobald ich hier meinen Stream beende. Oh. Okay. Geht auch. Okay. Runter, runter. Also keine Sorge, das Gewinnspiel läuft sozusagen noch weiter. Ne? Ihr könnt weiter die Challenge machen. Die Aufgabe 5 ist es, glaube ich, gerade.
Und dann wird ab 20 Uhr wie gewohnt der Stream hier weiterlaufen mit dem Gewinnspiel. Also es läuft auf jeden Fall noch nebenher. Montag, Mittwoch und Freitag wird immer das Stream-Team, dazu gehöre ich auch, aber auch unter anderem Pelicano, Mana, absolut unlustig und Taito und manchmal sogar Becky selbst, werden hier immer streamen und die Slots befüllen sozusagen. Genau, aber ansonsten läuft das Gewinnspiel hier erstmal weiter. So, mit dem Talisman bewaffnet. Hier, erhöht die Schussweite für Bogen. Okay, das ist schon mal gut. Ach ja, und den haben wir auch noch, den Durchschuss-Talisman. Perfekt, guck mal, wir haben beide. Den haben wir gerade bekommen. Erhöht die Angriffskraft. Eigentlich brauchen wir den hier nicht unbedingt. Da könnte ich mir einen Ersatz für holen. Ich glaube, das machen wir. Oder? Ja, genau. Festung Ferrith. Sympathische Namen. Können die was? Ich glaube eher nicht. Natürlich, das sind die besten Streamer überhaupt, die man sich nur vorstellen kann. Leg mal ein gutes Wort für mich an. Inwiefern? So, was brauchen wir? Ach, guck mal, wir können kaum aufleveln, wirklich. Das ist ja ganz krass. Ah, Kondition oder Kraft? Ah, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Leben. So, hier ist übrigens eine. Den muss ich euch kurz zeigen. Ein riesiger Drache. Also wirklich riesig. Das hier, was ihr gerade seht, ist der Drache. Ja, ich weiß, man mag es kaum glauben, aber der liegt hier einfach nur. Da sind die, da ist der Flügel, da ist der Schwanz, der ist riesig. Okay, und der liegt hier einfach nur. Guck mal, der bewegt sich sogar ein bisschen. Ja, und den könnte man jetzt hier ganz easy, wenn man Bock hat, mit Pfeil und Bogen die ganze Zeit abschießen. Das würde aber eine halbe Stunde dauern, bis der tot ist. Aber das kann sich lohnen. Das ist kein richtiger Boss, also keine Sorge, das ist kein Spoiler. Der liegt hier einfach nur. Der chillt hier sozusagen. So, aber einmal durch Festung Ferrith durch. Denn hier gibt es noch einen Talisman, den wir gebrauchen könnten gleich. Okay, er sieht gut aus soweit. Ich hatte so Angst, als ich den Kollegen gesehen habe. Allerdings ja. Wer denkt nicht, dass der einen vollkommen verbrutzeln wird? Sobald man den ein bisschen piesackt, dass der aufwacht und richtig hier Amok läuft. Aber nein. Der chillt mehr oder weniger. So, mit dem Dektus-Medaillon könnten wir jetzt theoretisch sogar noch weiter, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. So, ach ja, die Typen. So, das ignorieren wir hier alles. Okay. Einmal. Aua. Alter, wie viel Schaden machst du? Du bist doch nur eine Ratte. Ach du meine Güte. Okay, goldene Rune 12 ist schon mal gut. Und einmal rüber bitte. Danke sehr. Ach, Herr Jemine. Und auf. Oh mein Gott. Von den Runen können wir uns verabschieden. Aber egal, ich habe das, den Talisman, den ich gebraucht habe. War das knapp. Ach du meine Güte. Alter, ja sicher. Boah. So, die Frage ist, kann ich hier, komme ich hier irgendwie raus? Ohne zu sterben? Ich bezweifle es, aber wir versuchen es. Nichtsdestotrotz. Puh, wir haben es rausgeschafft. Der Wahnsinn. Alter Schwede. Na komm. Einmal hier rüber. Einmal an die Gnade. Puh, das war ganz schön aufregend. Okay. Dann kaufen wir jetzt noch ein paar Pfeile ein bei diesem Händlertypen. Mit den letzten Runen, die wir noch so haben. Und dann kann es, glaube ich, losgehen. Okay. Ja. Alles klar, kaufen ein paar Schlangenpfeile. 54 Stück. Perfekt. Gut. Okay, dann rüsten wir mal das hier aus. Das erhöht nämlich viele Attribute, die wir gleich brauchen werden. Ja, und ich glaube, dann kann es schon losgehen. Brauche ich noch sonst?
Brauche ich sonst noch was? Genau, die Schlangenpfeile einmal ausrüsten. Und die anderen müssen wir jetzt herstellen. Blutknochenpfeile. 10 Stück auf einmal. Ja, machen wir einfach mal so. Genau. Und jetzt packen wir die hier noch rein. Boah, das wird spannend. Ob ich das jetzt wirklich schaffe? Gegen Godric, den Verpflanzten. Ich finde The Witcher besser als Elden Ring. Also für mich sind die beiden sind beides absolute Top-Games, sind auch beide in meiner Top 3 Spiele aller Zeiten. Schwer zu vergleichen. Das eine ist halt viel mehr Story und Dialoge und coole Charaktere. Und Elden Ring ist halt mehr Gameplay, was im Vordergrund steht. Ne? Für mich wäre Elden Ring auch nichts. Bin viel zu schlechter Spieler. Ach was, es gibt wirklich hier Möglichkeiten, sich ziemlich stark zu machen und das Spiel so leicht zu machen, wie man möchte. Aber natürlich stellen wir uns hier der besonderen Herausforderung. Nicht nur nackig, sondern auch noch mit dem Bogen. Tja, und jetzt versuchen wir den großen Boss in Schloss Sturmschleier. Ich glaube, ich habe soweit alles. Versuchen wir es. Es kann ja nur scheitern. So, Godric, der Verpflanzte. Wir gucken uns mal kurz seine Cutscene an, denn die ist ziemlich cool. Hier sind seine ganzen verpflanzten Arme. Rural. Und ich bin der widerliche Befleckte. Tja, let's go. Ach, Herr Jemine. Okay, erstmal Gift. Aber wir machen sogar ganz gut Schaden. Okay, den müssen wir ausweichen. Ich bin ausgewichen, erzähl mir doch nichts. Okay, er ist schon angegiftet. Oder wie man es auch immer nennen will. Okay, cool. Also, Gift ist schon drauf. Gut, da bekommt er jetzt die ganze Zeit Schaden. Dann hauen wir jetzt noch ein paar Blutpfeile drauf. Und versuchen mal, ihn zum Bluten zu bringen. Das ist hier nur die erste Phase. Oh. Ich meine, es hat natürlich einen Vorteil, wenn man hier auf Distanz spielt. Oh, Leute. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich kann gar nicht angesehen, weil er da sich so hinten. Was macht er? Ah, oh Mann, ey. Guck mal, der hat gemerkt. Ah, da beschießt mich jemand mit dem Bogen. Ich muss mal hier ausweichen. Mich verstecken vor dem und den anlocken. Du fiese Wurst. Okay. Guck mal, wir haben ihn sogar genockt kurz. Oh, da will er sich den Arm abschlagen. Und ja, das macht er auch. Er haut sich einfach den Arm ab. Ja. Bei dem habe ich aufgegeben und seit 3 Monaten das Spiel nicht mehr angefasst. So, Mana, du hast einfach nur nicht richtig gespielt. Du musst einfach nackig sein und nur den Bogen benutzen. Das ist der Trick dabei. Tja, und jetzt Phase 2. Hallöchen Annika, du kommst gerade recht für den Bossfight. Eieiei. Puh, okay. So.
das Ding abwarten. So. Oh, jetzt habe ich Gift genommen. Aber ist, glaube ich, gut, weil wir müssen ihn erstmal wieder vergiften. Ist er vergiftet? Nein, noch nicht. Wie er sich immer versteckt, wenn er merkt, dass er angeschossen wird. So, jetzt ist Gift drauf. Oh, oh. Autsch. Okay. Tja, das kann ja jetzt was werden. Alter, okay, okay. Ich muss ein bisschen später ausweichen. Alles klar. Okay, sieht gut aus soweit. Ist er noch vergiftet, ja. Sobald... Ja, das war's. Da hat er kurz den Blutungsschaden bekommen. Nicht zu knapp, möchte ich sagen. Ach, versteckt er sich wieder hinter Deckung. Als ob der wirklich checkt, dass ich ihn mit einem Pfeil und Bogen bearbeite. So schlau ist die KI doch nicht, oder doch? Wer extra wartet, bis ich wieder ankomme. Guck mal, sein Wirbelsturm blockt sozusagen wirklich die Pfeile ab. Das ist ja der Wahnsinn. Aber das machen wir. Wir machen ordentlich Schaden. So, zack. Zwei, drei Treffer noch und das war's. Guckt euch das an. Das ist hier der ultimative Bild. Nackig und mit Bogen. Damit bekommt ihr jeden Boss klein. Er stirbt einfach im Gift. Ich muss gar nichts mehr machen. Haha, er ist gestorben. Uiuiuiui. Wir haben den beim ersten Versuch nackig und mit Bogen erledigt. Was geht bitte? Okay. Okay. Tja. Das war Godric. Der kann ja gar nichts. Keine Chance gegen den widerlichen Befleckten. Oh mein Gott. Das war halt... Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so einfach sein wird. Cool. Dadurch können wir jetzt noch mehr Bosse machen. Okay, cool. Ach ja, das... Da geht's da lang. Da ist nochmal der Typ vom Anfang, der uns in die Falle locken wollte. Der auf den Überresten von Godric jetzt herumstampft. Ja, die lassen wir mal machen. Wer kennt's? Einfach mal Drache als Arm. Ja, klar doch. Ja, der ist halt wirklich erinnerungswürdig. Ich habe auch ich habe mit meiner Freundin auch Koop gespielt, um den bei ihr zu machen. Das ist auch schon Monate her. Aber an den Kampf erinnert sie sich bestimmt auch noch. Ja, der ist halt witzig. Und wir haben auch echt ein paar Anläufe gebraucht. Was mit dem Raum? So, hier können wir, glaube ich, runter und dann nach Leon, ja. Kämpf halt mal nur mit Fäusten. Ey, ich habe es zur Abstimmung gestellt und nur Fäuste waren eine Option. Aber die Leute wollten nackig und mit Bogen. Und natürlich biete ich den Leuten genau das, was sie wollen. Aber ja, vielleicht beim nächsten Mal mit Fäusten dann. Vielleicht beim nächsten Mal. Wenn ihr noch Bock habt auf eine weitere Folge Challenge Run in Elden Ring. Das könnte ich theoretisch nochmal zur Abstimmung stellen. Ich habe die Abstimmung zwar nicht vorbereitet, aber vielleicht kann mir ja jemand so ein Poll erstellen. Dann kann ich den reinziehen bei einem Showdashboard. Warte, du hast den First Try gekriegt, war nur kurz AFK. Ja, habe ich. Habe ich halt echt. Das, ja. Ich erinnere mich an jeden dieser Bosse und wie du mich dadurch gequält hast. Genau richtig. Okay, als nächstes wollen wir nach hierher, zur Akademie von Rea Lucaria. Da brauchen wir als erstes mal den Schlüssel. Den bekommen wir von dem Drachen. Aber Mana, dass du bei dem aufgegeben hast, das kann so nicht
bleiben. Wie gesagt, nackt und mit Bogen ist die Devise. Nein, natürlich erschwert das das Ganze eigentlich, aber ja, wenn du deine Waffe auflevelst, ich glaube, das ist das Wichtigste bei den Bossen und allgemein bei Elden Ring. Wenn du eine Waffe auflevelst, macht die so viel mehr Schaden. Das bringt viel mehr, als sich selber zu leveln. So, hier ist der Schlüssel, den wir brauchten. Den Drachen, oh, ich weiß nicht, ob wir den auch noch machen wollen. Gucken wir mal, wie viel Schaden ich machen würde, okay? Oh, geht. Ich meine, theoretisch zählt er auch als Boss. Er hat sogar einen kleinen Boss. Oh. Der hat sogar einen Boss-Balken, wollte ich gerade sagen. Ja. Vielleicht doch nicht, ja? Vielleicht doch nicht. Hatte bei der Akademie krasse Hogwarts-Vibes. Ja, natürlich. Die ist so. Ah, die ist halt echt geil. Ihr werdet gleich sehen, was Tim damit meint. Ich habe für Fäuste gestimmt. Ey, Annika, vielleicht machen wir das mit den Fäusten ja nochmal. Ja, die 20.000 Seelen nehmen wir uns nochmal kurz mit. Okay, dann wollen wir doch mal hier hoch. Wie kommt man da am leichtesten hoch? Ich weiß gar nicht mehr, wo diese Teleporter waren. Ey, guck mal. Perfekt. Danke, Becky. Becky hat hier gerade nochmal eine Abstimmung für euch laufen lassen. Und zwar, ob ihr Bock habt auf einen weiteren Challenge Run. Ja, klar, oder muss noch überlegen. Steht jetzt zur Abstimmung. Und natürlich, ganz wichtig, bekommt ihr, wenn ihr die Extension aktiviert habt, auch immer beim einfachen Teilnehmen schon, egal wofür ihr stimmt, Punkte. Und diese Punkte könnt ihr dann einlösen für coole Prämien, geile Goodies, T-Shirts, Schlüsselanhänger, Armbänder, alles mögliche, Pins. Also die Sammelseele wird da auf jeden Fall befriedigt. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, die Extension zu aktivieren. Da habt ihr so ein kleines Icon im Stream. Und dann müsst ihr auf die Seite gehen, twitch.playstation.com, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann es nochmal hier reinposten. Genau. Da wird schon gepostet. Und da könnt ihr dann euren Fortschritt begutachten, euch dann nochmal anmelden mit eurem Twitch-Account, damit auch alles verbunden ist miteinander. Und könnt dann eben fürs Chatten, fürs Zuschauen Punkte sammeln, die ihr dann einlösen könnt für coole Prämien. Und eben auch, wenn ihr abstimmt. So, dann wollen wir uns mal hier durchschlagen durch die Akademie, weil ich gerade nicht weiß, wo der Teleporter ist. Keine Sorge, nur ein nackter Typ auf seinem Pferd. Es gibt nichts zu sehen. Oh, das Ding. Genau. So. Das ist halt. Ich muss mir immer da vorstellen, wie es für die Charaktere in der Spielewelt wäre, wenn da wirklich so ein nackter Typ einfach angeritten kommt. Naja. So. Das ging erstaunlich einfach. Damit sind wir jetzt hier in Area Lucaria. Da kommen wir nur rein mit diesem Schlüssel, den wir gerade und bekommen haben hinterm Drachen. Dann benutzen wir den Schimmersteinschlüssel. Genau, da wird es auch gerade nochmal gesagt. Unter twitch.playstation.com könnt ihr dann sehen, wie viel Punkte ihr gerade habt, den Transaktionsverlauf und dann eben auch Prämien dafür einlösen. Und da könnt ihr auch immer sehen, wer, also was geplant ist an Streams, überhaupt wer zum Streaming-Team gehört, wie allgemein Punkte verdienen können, was für Prämien es gibt, die komplette Übersicht bekommt ihr auf der Seite. Oh, jetzt wird's spannend. Die Akademie. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in diesem Stream so weit kommen, aber wir sind da. Wäre noch cool, wenn der Link auch direkt in der Erweiterung stehen würde. Ja, ich weiß nicht, wie man das technisch umsetzen kann. Aber das Feedback wird aufgenommen. Auf jeden Fall können wir sowas einrichten, wie halt schnelle, also es ist schon eingerichtet, dass wir
direkt Befehle dafür haben, dass die Seite halt kommt, wenn wir darüber reden und so weiter. Sudeli. Da sind wir. In Hogwarts. Ach nein, Rea Lucaria. Ja. Wunderschön, wenn es hier nicht so tödlich wäre. Da habe ich mich mit meiner Freundin auch schon durchgekämpft. So. Ach, guck mal an. Haha, jetzt habe ich auch den Fernkampf, du Schuft. Das ist hier nämlich so gemein, dass man hier durch diese Magier muss, die einen absolut penetrieren, wenn man als Nahkämpfer durch will. Aber mit dem Bogen ist das erstaunlich einfach. Haben wir hier gerade etwas entdeckt, das es uns noch leichter macht, durch Elden Ring zu kommen? Also ich hätte echt nicht gedacht, dass ich so gut klarkomme. Guck mal, die kommen gar nicht zum Zaubern. Ah, die Marionetten, okay. Oh, der hat die gute Taktik nach links gehen entdeckt. Okay, 133 macht das. Oh. Okay, 107 macht der andere Pfeil. Ich glaube, dann nehmen wir die Blutknochenpfeile. Schön. Genau, den Befehl gibt es schon, dass ihr da sehen könnt, wo ihr die Tokens und so weiter einlösen könnt. First Try oder Facecam? Und dann sitzt da einer in einem riesen Kartoffelkostüm. Ach je. Ja, Facecam geht ja nicht, denn wie gesagt, die Challenge ist ja nackig zu spielen. Also eigentlich nur der Charakter, aber tja, wer weiß. Du oder Göttersgabe First Try im NG plus 8. Respekt dafür. Genau, dann habt ihr nochmal die Übersicht, welche alles gerade streamt. Oder wer im Streamteam ist, besser gesagt. Neben meiner Wenigkeit. Ach ja, schön, dass alles so technisch wunderbar funktioniert gerade. Ich bin begeistert. Okay, die sind, glaube ich, gemein. Bringt das was, die abzuschießen? Na, es dauert lange, oder? Oh, guck mal. Blutung nochmal zugeschlagen. Kommen wir doch ganz gut durch eigentlich. Ja, oh. Ein Boss muss mindestens noch dran glauben. Schön. Also hier gibt es normalerweise eine coole Rüstung und so weiter, aber das interessiert uns ja nicht, weil eine Rüstung dürfen wir eh nicht tragen. Eigentlich wollen wir hier nur schön durch. Ja, aber jetzt ist die Extension live und wird bei jedem weiteren Stream natürlich genutzt. Also könnt ihr hier auf jeden Fall mal ein Follow hinterlassen für den Kanal, damit ihr auch immer mitbekommt, wenn mal wieder was am Start ist, natürlich neben dem Gewinnspiel, was sowieso läuft. Dadurch könnt ihr halt dann noch mehr und leichter Punkte sammeln, alleine durchs Zugucken, durchs Chatten, wenn ihr an Umfragen teilnehmt. Alles bringt Punkte. So, den Aufzug hoch. Schön. Okay. Ach ja, wir müssen auch. Wir müssen. Puh. Da habe ich fast den Ausstieg verpasst. So. Mit was spielst du denn gerade, Tim? Wenn ich fragen darf. Vielleicht kann ich dir noch ein paar Tipps geben. Bist du eigentlich bei Haus Vulkan, dass du da den Dicken hast von den Götterskalpen? Ne, ja, oder? Das ist ein Haus Vulkan, wenn ich mich nicht recht irre. Guck dir den Typen an mit seinem Schild. Du bist schon vergiftet. Was willst du tun? Du stirbst eh. Früher oder später. Haus Vulkan, okay. Dann weiß ich ungefähr Bescheid, wie weit du bist. Ja, wie gesagt, eigentlich das Wichtigste, was du machen kannst, ist halt deine Waffe aufzuleveln.
Je nachdem, auf welchem Level die ist, wirst du es viel leichter haben. Denn es bringt viel mehr die Waffe aufzuleveln als den Charakter selbst. Deswegen mache ich hier mit dem Bogen plus 4 schon relativ gut Schaden. Wer mich angeglotzt hat. So nach dem Motto, ist nicht dein Ernst, so rumzulaufen. Okay, das ist ja normalerweise eine sehr fiese Stelle, aber durch den Bogen, guck dir das an. Ey, jetzt mal ganz im Ernst. Ich glaube, ich spiele das Spiel so durch. Als Nahkämpfer muss man hier ganz nah rangehen und hat total die Schwierigkeiten, weil von jeder Ecke aus Magie kommt. Okay, der hier wird vielleicht doch ein bisschen kniffliger. Oh Gott, da schellen die Pfeile einfach an der harten Panzerung ab. Okay, das ist natürlich ein Nachteil. Okay, wir probieren es trotzdem mal. Ich weiß nicht, ob ich den vergiften kann. Ich denke mal nicht. Aber, naja. Früher oder später bekommen wir den schon klein. Oh. Puh. Autsch! Okay, das ging weiter als ich dachte. Mein Lieblingscharakter übrigens im Spiel sieht auch so aus. Eieieiei. Roher Fleischklops und Scherbe eines lebenden Gefäßes. Ja, das sind die Items, auf die man sich hier freuen kann in Elden Ring. Oh, der Fiesling hat noch einen magischen Dart abgefeuert. Erstmal hi, Hallöchen, Kirishiku. Habe sogar ein paar Waffen an ihm durchprobiert, aber guter Tipp. Ja, also Blutung, also was ich dir sagen kann, ist Blutungswaffen, Waffen, die Blutung verursachen, wie zum Beispiel das Katana, sind halt echt stark. Wenn du da ein gutes Katana hast, dann kommst du da auf jeden Fall gut durch. Ich weiß natürlich nicht, ob du Stärkebild hast oder Geschicklichkeit. Oder vielleicht sogar Magie benutzt. Puh, müssten Elden Ring auch mal fertig spielen? Ja, unbedingt. Wie wäre es mit einem nackigen Bogenbild? Kann ich dir den anbieten? Ich komme erstaunlich gut durch, jetzt mal ohne Witz. So, lass dein Schild fallen. Hä? Jetzt nicht die Gegner unterschätzen. So kurz vorm Ziel. Ich habe mich extra gewartet, bis er sein Schild hier droppt. So, okay. Oh. Ach ja. Oh, das ist gemein, die Stelle. Die sind mich hier über mir. Am besten locke ich den einen oder anderen an, dann kann ich die nacheinander mir vorknöpfen. Weißt du, wie man den Magma-Lindwurm am besten tötet? Also da gibt es so viel. Es gibt in Elden, das ist das Schöne. Bei Elden Ring gibt es keine richtige oder falsche Antwort. Es gibt unzählige Antworten, wie du es machen kannst. Und ja, es kommt ganz darauf an, wie schwer du es dir machen willst und wie dein Bild ausschaut, also wo du gerade deine Punkte reingesteckt hast und so weiter. Haha, ich besitze die altehrwürdige Fähigkeit, nach links zu gehen, um deiner Magie auszuweichen. So, oh, da kommt direkt der nächste. Haha, du kommst nicht zum Zaubern. Ich habe ein Stärkebild. Ha. Stärkebild. Okay. Dann kannst du entweder versuchen, zwei Stärkewaffen in beide Hände zu nehmen. Stärkebild, ganz ehrlich, ich würde dir empfehlen, das Riesengroßschwert zu benutzen von Guts. Also, was so ein bisschen angelehnt ist an das Berserk-Schwert. Dieses Riesenschwert. Was du da, lass mich lügen, ungefähr hier bekommst, in Caelid. Bei so einer Karawane. Das ein bisschen aufleveln und dann noch eine gute Kriegsasche drauf zu tun, womit du zum Beispiel zwei Schadensarten gleichzeitig machst, wie ich auf dem Katana habe. Das ist jetzt zum Beispiel ein heiliges Uchigatana. Da mache ich 103 körperlichen Schaden und 103 heiligen Schaden. Vergleichbar mit einem normalen, das würde zum Beispiel nur 115 normalen Schaden machen. Also dadurch, dass du den Schaden aufsplittest, kann es sein, dass du viel mehr Schaden bei bestimmten Gegnern machst. So, oh, wir sind schon beim Boss. Wir sind schon beim Boss.
Ach, Herr Jemine, okay. Okay, ich habe nicht mehr so viel zum Heilen. Gibt's hier keine Abkürzung? Nee, gibt's nicht, ne? Oh je, oh je. Okay. Oh. Den machen wir auf jeden Fall noch. Wir probieren es zumindest. Leider geht das nur bis 20 Uhr. Aber mittwochs geht's weiter, genau. Mit Plague Tale. Requiem, genau. Und Freitag auch wieder. Und generell könnt ihr euch auch schreiben, Montag, Mittwoch, Freitag von 18 bis 20 Uhr ist einer aus dem Stream-Team am Start und wird euch unterhalten. Manchmal gibt es auch besondere Streams, wie zum Beispiel, wenn God of War rauskommt. Da wird es dann richtig abgehen. Aber das werdet ihr dann schon noch früh genug erfahren über die Social-Media-Kanäle, denen ihr uns immer folgen könnt. Da bekommt ihr immer alles mit. Guck mal. Oh, oh, ich wollte gerade sagen. Alter, wie fies. Okay. Ein bisschen Abstand gewinnen, einmal bitte. Ey, lass mich Abstand gewinnen. Grandios ausgewichen. Ich mache einfach, ich treffe ihn einfach nicht. So. Okay, aber wir machen ganz gut Schaden, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel Schaden machen. Aua. Aber er macht halt auch richtig viel Schaden und ich habe kaum noch was zum Heilen. Okay, was wir nochmal gleich versuchen, werde ich noch mehr zum Heilen mitnehmen müssen. Alter, er ist ausgewichen, wie gemein. Oh, aua. Okay, das wird glaube ich nichts mehr. Aber immerhin haben wir ihn vergiftet, das ist schon mal gut. Also ein paar Pfeile und das geht dann. Eieiei. Okay. Das machen wir gleich nochmal mit ein bisschen mehr Heilung und dann wird das glaube ich auch was. Puh. Nee, kein Bogen. Nutze in meinem Durchgang tatsächlich sehr gerne das Uchigatana und Anrufung. Mit dem Uchigatana wirst du das Spiel eigentlich auch durchspielen können, ganz ehrlich. Das ist wirklich eine super Waffe. Vor allem, weil sie Blutungsschaden verursachen kann. Und Blutung ist gegen die meisten Gegner hier im Spiel extrem stark. Okay. Wir haben nicht mehr so viele Schlangenpfeile. Aber ich glaube, in dem Fall werden wir die gute alte Taktik benutzen. Durchlaufen. Mal gucken, ob es klappt. Hier hoch, oder? Ja. Gut, das ging besser, als ich dachte. Okay, noch einmal. Ich treffe einfach nicht mit dem Bogen. Das ist ja so gemein. Der bewegt sich zu schnell. Sehe nichts. Ah. Er hat mich in Enge getrieben. Ah, die Seelen sind weg. Egal, wir kommen auch so durch. Wir brauchen keine Seelen. Okay. An sich hat es gut funktioniert mit dem Durchlaufen. Hey Taito, schön dich zu sehen. Hey, cool. Als ich bei dem Boss war, war ich Stufe 60 plus. Ja, wir haben jetzt nicht so viel aufgelevelt. Und wir sind nackig und mit dem Bogen, wie du siehst. Wir haben gerade schon Godric und Margit besiegt. Also wird der hier auch noch dran glauben. Das Problem ist, der kann echt gut in Fallen ausweichen. So. Okay, erster Treffer. Aua. Schöner Treffer. Nice, das war ja schon mal super. Startet hier ganz gut. So. Okay. Magie ausweichen, ich wollte es kurz sagen. Aber nicht sterben, bitte. Jawohl.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, ich bin zu spät ausgewichen, aber geht noch. Okay. Zack. Okay, da haben wir einen Blutungsschaden bekommen. Das ist super. Aua. Die Attacke vergesse ich immer. So, aber es sieht doch ganz brauchbar hier gerade aus. Zack. Vielleicht probieren wir Renale auch noch. Aber ich glaube, das wird doch deutlich schwieriger. Nice, nächster Boss. Geilo. Der Bogenbild. Der nackige Bogenbild. Ey, das ist... ganz ehrlich, es ist besser, als ich dachte. Schön, dann wollen wir uns doch noch ein bisschen mehr Überlebenschancen geben. Okay. Ehrlich gesagt ist Renala gar nicht so weit. Wie mache ich das hier am besten? Ich glaube, wir müssen jetzt durchrennen, wenn wir Renala nochmal versuchen wollen. Ach ja, genau, hier ist zu. Und hier? So, gut. Ach nee, genau, ich muss ja die Kugel. Die Kugel. Oh je, ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Irgendwo konnte man sich hinstellen, teilweise, dass man nicht davon getroffen wird. Wir gucken mal, wo. Da, jawohl. Und skillig durchrollen. Schade. Aber es geht, wenn man wirklich gutes Timing hat. Okay, jetzt der Hyopai. Ach, Herr Jemine. Das wird ein Spaß. Der ist ziemlich fies. Alter, ist der schnell unterwegs. Ist der schon vergiftet? Geil. Mit einem Treffer. Das ist super. Alter! Okay. Okay. Respekt hast du auf jeden Fall. Wir machen uns hier mal eben die Abkürzung. Falls wir gleich sterben sollten. Ja, wobei. Ich würde den gerne davor erledigen. Aber wie fies. Dadurch, dass er ablockt. Ey, das ist Cheaten gegen Pfeil und Bogen. Ein Schild zu benutzen. Ich weiß nicht, ob Blutung nicht trotzdem aktiviert, auch wenn er das ablockt, ich glaube. Ja, oh, ah Mist, da war meine Chance, nicht mehr ausgewichen. Okay, immerhin. Treffer für Treffer. Oh. Alter, er heilt sich, wie oh, du bist ja so ein Cheater. Der ist ja fast noch schwieriger als ein Boss. Guck mal, der weicht sogar aus. Der nutzt jede Strategie gegen uns. Oh, da war Blutung. Wichtig, wichtig, wichtig. So, komm doch mal her. Lass du dich doch mal von der Kugel hier erwischen. Wie wär's? Ja, genau. Bleib genau da stehen. Ah, egal. Wie cool er nochmal zu mir gelaufen ist. Tja, hat dir nichts gebracht, deine Coolness. Ja, cool. Dann haben wir den auch noch erledigt. Dann können wir hier, glaube ich, die Abkürzung freischalten. Falls wir gleich sterben sollten, Marinala. Perfekt, dann müssen wir die Kugel nicht nochmal machen. So. Puh, das würde jetzt was. Puh, meine Freunde sagen immer, ich soll nach draußen gehen und Gras berühren. Kannst du mir sagen, wo dieses draußen ist und was ist Gras? Du siehst schon, wie ich spiele, oder? Kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Memories. Ja, Renala. Ah, Kugeln. Ja, schön. Okay. Stimmt, im Aufzugsschacht, auch nicht schlecht. So, wir wollen Renala besiegen, dafür überspringen wir die Cutscene. Die erste Phase ist ja relativ simpel. Einfach nur die Typen hier erwischen, die dieses goldene Schild da haben. Aber es gar nicht mal so einfach ist, weil man oft getroffen wird, wenn man so lange stehen bleibt. So. Jetzt kommt Renala runter. Einmal wieder sie, jawohl. Oh je, das werden wir, glaube ich, ein paar Mal machen müssen. Ich würde halt gerne noch bis zur Phase. Ach, das war's schon wieder. Bis zur zweiten Phase kommen, aber ich weiß nicht, das dauert ganz schön lang mit dem Bogen. Ist der. Ich weiß noch, es gab, ich hatte da früher so einen Bug, so einen komischen, dass es einfach niemanden mehr gab mit diesem goldenen Schimmer, sodass ich den Boss nicht besiegen konnte. Das war richtig fies. Ich dachte, hier reicht es auch, wenn ich nur nach links gehe. Boah, was war das? Wo ist sie? Da. Oh je, oh je, oh je. Das wird, glaube ich, zu lange dauern. Allein die erste Phase. Und bei der zweiten wird es eigentlich erst schwer. Wollen wir uns hier nochmal kurz das Katana zunutze machen? Die erste Phase ist eigentlich nicht schwer, die ist nur lange. Ich glaube, das mache ich mal eben. So, dahin. Na komm. Boah, du Fiesling. Ich habe ja sowieso 5 Minuten, bevor ich eigentlich wechseln müsste, vom Katana zum Bogen gewechselt. Von dem her setzen wir die 5 Minuten hier einfach hinten dran. Schön. Das, ja, das reicht leider immer noch nicht ganz, aber das war zumindest jetzt deutlich schneller. Pack's das! Ja, ich kann ja vielleicht noch ein bisschen überziehen, zumindest einen Versuch. Die zweiten Phase hätte ich gern, aber mit nur 2 Flakons wird das schon eine enge Kiste. Na, wo haben wir? So, die erste Phase, wie gesagt, ist in der Regel kein großes Problem. Okay, da haben wir den letzten Bücherschmeißer. Boah, ich weiß schon wieder nicht, was das genau war. Tja, ein Trank gegen Renala. Let's go. Ah, das wird spaßig. Kannst du nicht schneller schießen, wenn du springst? Weiß ich gar nicht. Also ich habe den Bogenbild jetzt zum ersten Mal benutzt. Kann gut sein. So. Schön. Aber okay, das war schnell. Ach ja. Die würde ich auch noch packen, sage ich euch. Aber hey, wir haben eh 20 Uhr. Passt also ganz gut. Wir haben es viel weiter geschafft, als ich dachte. Wir haben Margit, Godric und den Fuchs hier besiegt. Und noch ein paar weitere Gegner. Mit dem Bogen kommt man echt erstaunlich gut durch die Level. Muss ich schon sagen. Naja, dass wir nackig sind, hat nicht unbedingt die Sachen vereinfacht, aber hat einen gewissen Style-Bonus gegeben. Und wer so durch die Level läuft, der hat schon einiges an Selbstvertrauen. Vielleicht hat sich das auch übertragen. Okay, Freunde. Aber das ist doch ein ganz guter Abschluss jetzt. Dann würde ich sagen,
geht es hier gleich weiter mit dem God of War Gewinnspiel-Stream. Ich verabschiede mich gleich. Und Mittwoch könnt ihr euch dann freuen auf eine Runde mit Plague Tale Requiem, den zweiten Teil, und Peli. Wie gesagt, das Streamteam wird immer hier von 18 bis 20 Uhr am Start sein. Montag, Mittwoch, Freitag. Könnt gerne ein Follow dalassen, damit ihr diese Streams nicht mehr verpassen werdet in Zukunft. Und ja, ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen. War ein ziemlich cooler Stream. Hast dich gut geschlagen. Vielen, vielen Dank, Jenny. Danke für den Stream. Ja, danke euch, Leute. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut. Und ciao. Schönen Abend wünsche ich euch auch. Ach ja, schon am Dienstag ist Peli da für euch. Super. Dienstag, 18 bis 20 Uhr. Einen Tag früher, direkt zum Release, bekomme ich hier Plague Tale Requiem in die Ohren. Darauf dürft ihr euch freuen. Also direkt morgen, 18 Uhr. Schaltet wieder ein und bleibt gerne am Start hier für das God of War Gewinnspiel, das hier noch weiter gestreamt wird. Tschüss.